Hallo, hallo, willkommen bei einem neuen Video von eurem Xarok. Ja, wir haben vor ein paar Tagen ein bisschen was vom Motortalk gewonnen. Dieses Paket ist vorgestern angekommen. Das sind so was ganz Tolles. Das ist etwas, womit man sein Auto putzen kann. Und zwar von MyCleaner. Vielleicht hat der eine oder andere schon was davon gehört. Das ist das Paket, was wir bekommen haben. Einmal einen netten Brief von Motortalk, in dem steht, dass ich viel Spaß haben werde mit meinem Dodge beim Saubermachen mit dem Zeug. Und es ist sogar per Hand unterschrieben. Also das ist schon nicht schlecht. Ja, und dazu gab es dann ein kleines Anhänger, Schlüsselanhänger. Dann haben wir hier 1, 2, 3 blaue Handtücher und 2 grüne Handtücher. Und natürlich das Wichtigste, die Produkte. Wir haben hier einmal einen Claws Cleaner. Spricht eigentlich schon 1000 Worte, was genau das ist. Das ist für die Autoscheiben und Spiegel. So, dann haben wir einmal den Ultimate Cleaner Nano. Das ist ganz cool. Das ist dann auch zum Putzen, zum Versiegeln und sorgt dafür, dass das Auto schön glänzt danach. Ja, ist ziemlich cool, weil man mit dem Zeug kein zusätzliches Wasser braucht, sondern nur dieses Mittel. Das zeige ich euch aber dann nachher noch. So, dann haben wir den Surface Finish. Das ist für Gummiflächen, also für Reifen zum Beispiel sehr cool, für Kunststoff und für Leder. So, und dann haben wir noch den Universal Cleaner. Der ist für hartnäckigen Verschmutzungen. Da haben wir vor allem im unteren Bereich vom Auto sehr viel davon und das werden wir dann auch ausprobieren. Ja, ich bin schon sehr gespannt und jetzt zeige ich euch mal die Verschmutzung an meinem Auto. Wir haben natürlich im vorderen Bereich ganz viel Verschmutzung. Die Reifen können auch schön aufbereitet werden. Und natürlich direkt nach dem Rathaus ist sehr viel Schmutz. Also ich bin schon sehr, sehr, sehr gespannt, ob wir das alles so einfach wegkriegen, wie es uns versprochen wird. Auch im hinteren Bereich, guckt mal mit. Da haben wir natürlich auch jede Menge Schmutz an den Lichtereinheiten und an der Kamera und Stoßstange. Ja, ich bin schon sehr, sehr, sehr gespannt. Und dazu gleich mehr. Ja, probieren wir das jetzt mal gleich aus. Wir sprühen hier ein bisschen was großflächig drauf. Man soll nicht zu viel drauf sprühen, nur ein bisschen was. Dann eigentlich gleich ohne Druck das Zeug wegwischen. Und siehe da, das funktioniert wirklich sehr gut. Man soll natürlich immer nur so kleine Elemente machen. So. Und dann soll man mit dem anderen Tuch das Zeug einpolieren. Denn das hat ja eine Nanoversiegelung. Sprich, das verhindert davon, dass neuer Dreck sich wieder dran haftet und dass das Auto schön glänzt. Ja, ich würde sagen, wirklich gut. Kann man sich auf jeden Fall anschauen. Ja, wir sind jetzt am Heck. Wir haben hier natürlich sehr, sehr, sehr viel Schmutz und die Heckleuchte ist für mich natürlich sehr heilig und da benutzen wir jetzt den etwas kräftigeren Reiniger von dem Set und schauen wir mal, wie das wird. Also man soll jetzt hier das Zeug schön einsprühen, schön großflächig, und das soll man dann 3 bis 5 Minuten einwirken lassen. Deswegen mache ich jetzt hier auch das ganze Heck, weil hier ist natürlich echt viel, 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 viel Schmutz. Und hier möchte ich mir natürlich keine Kratzer einziehen. Ja, dann warten wir mal ab. Ja, und jetzt sind wir wieder hier, 5 Minuten sind vergangen. Jetzt sprühen wir mit dem Ultimate Cleaner hier eine kleine Fläche ein, die wir sauber machen wollen. Und jetzt, ich habe jetzt extra ein frisches Handtuch genommen, weil hier natürlich sehr viel Schmutz ist und ich wirklich hier auf mein Heiligtum an diesem Auto hier sauber machen möchte. Und ich Angst habe, dass trotz all dem ich hier Kratzer reinziehe. Aber es sieht echt gut aus. Schauen wir mal. Schauen wir hier noch ein bisschen. So. Ja, jetzt probieren wir mal nach. Das ist echt gut, also wow. Ich bin schon fasziniert. Das ganze Zeug soll ja auch biologisch sein, also komplett nicht schädlich für die Umwelt. Was wirklich nicht schlecht ist. Oh, schön. Machen wir jetzt noch den Rest, ne? Machen wir hier so das RT ein bisschen.
So, dann haben wir das Blaue. Ohne Druck. Wegwischen. Ja, hier ist schon ein bisschen hartnäckiger der Schmutz. So. Nur ein bisschen das RT sauber machen. Für was steht eigentlich das RT? Das will ich euch verraten. Road and Track. Sprich, das Auto ist sowohl für normale Straßenverhältnisse gemacht, als auch für die Strecke. So. Hier haben wir ein bisschen Schmutz noch. Aber echt nicht schlecht. Also für so eine große Grundreinigung ist das Zeug echt cool. Aber eine richtige Handwäsche ist immer noch unbezahlbar. So, 1,5 Stunden später haben wir jetzt die Felgen, die Reifen, den Lack, die Autoscheiben, den Innenraum sauber gemacht und es ist einfach hammermäßig. Der Glasreiniger, ich sprühe das Zeug drauf, wische es weg, mache es trocken und die Scheibe ist perfekt sauber. Ja, das ist wirklich der Wahnsinn, also ohne Streifen ziehen, ohne Fussel oder sonst irgendwas, das kannst du wahrscheinlich zu Hause für deine Scheiben auch benutzen, werde ich ausprobieren, ist bestimmt krass das Zeug. Ja, zum Lack. Wahnsinn. Du sprühst das Zeug drauf, lässt es kurz einwirken, wischst es weg, machst es trocken und der Lack ist Babypopo sauber. Glänzt, ist glatt, die Fliegen lieben es, weil es süßlich riecht. Ich frag mich, was die Entwickler da gemacht haben. Es ist wie in der Fernsehwerbung, wo die da so einen ganz dreckigen Boden haben und der putzt da mit so einem Wischmopp drüber und es ist blitzeblank, wo du dann denkst, ja, zu Hause funktioniert das doch nie im Leben. Nie im Leben. Aber hier funktioniert es wirklich. Es funktioniert wirklich. Das Krasse ist, das Zeug ist biologisch abbaubar. Du brauchst kein Wasser, keine zusätzlichen Sachen oder irgendwie sowas. Kein Wasser, nichts. Und du machst nichts am Lack kaputt. Du hast keine Kratzer, nichts. Es ist wirklich hammermäßig. Wenn du zu Hause auf einer Straße dein Auto sauber machen willst, hast du natürlich immer Probleme mit dem Schlauch und so. Das kannst du nicht machen. Kriegst du Ärger. Und damit hast du kein Problem mehr. Du kannst dein Auto damit einsprühen, machst es sauber, 1,5 Stunden, bist fertig und dein Auto sieht aus wie neu. Hammermäßig. Also wirklich hammermäßig. Ich frage mich, was die Entwickler da gemacht haben. Oh, ich fasse es nicht. Also das geht in meinen Kopf nicht rein. Ich werde es auch noch mal in Cadillac ausprobieren. Das Rote wird dann natürlich viel schöner glänzen als das Weiße. Dazu muss ich sagen, eine Grundreinigung mit Wasser ist natürlich besser. Aber das Zeug für die Schnelle, hammermäßig, also wirklich krasses Zeug. Also kann ich nur jedem empfehlen. Hier habt ihr einen Link, könnt ihr euch selber davon überzeugen. Ich hoffe, es hat euch gefallen.